Hi, wir sind hier auf der Waldau im Januar. Wie ihr seht, es schneit, es ist dick Schnee auf diesem Platz. Ist der ganze Verein hier draußen am Trainieren. Ist echt Respekt, cool. Bis jetzt wurde ich noch nicht vom Platz gekickt. Wir haben mal hier oben trainiert, als genauso Schnee lag, bevor ich zu den Patriots gegangen bin, glaube ich. Vielleicht filmen wir die Bilder dazu, dann klatschen wir die hier in das Video noch rein. In dem Winter haben wir aber den Schnee hier so zusammengeholt, dass wir so richtig riesige Kugeln hatten. Yeah. Dann haben wir uns so durch die Kugeln getaggt. Du hördelst so verschiedene Stationen, yeah, und am Ende musst du so durch den Schneeberg rennen. Das war Beste. Ja, ja, no worries, kein Problem. Kurz hier geleintes Equipment mal angezogen. Scorpion-Sacke passt. Handschuhe passt. Mütze passt auch. Einmal aufgerüstet. Einmal frei, Mann. Einmal frei. Ah, gerade Nachricht von Spendi, der sollte hier in 20 Minuten da sein. Okay, ich weiß. Was geht? Was geht, Mann? Ey, komm rein, Mann. Komm. Alles gut, Mann. Patriots, Mann. Wir tun einfach so. Wir tun einfach so, wie wenn ich das vor zwei Jahren unterschrieben habe. Soll ich 47 machen, so wie bei Patriots noch? Ja, ja, geht. Okay, ja gut, dann. Wow. Ist es von vor zwei Jahren. Time Machine, Mann. Bitteschön. Bist kurz in die Vergangenheit gereist. Ja. In der NFL, ne, du musst immer durchgehend Leistung bringen. Ja. Weil wenn du es nicht machst, bist du weg vom. Ja, also es reicht. Wir sagen immer, what have you done for me lately? So, was hast du gerade eben erst gemacht? So, ist egal, was du davor gemacht hast, verkackst, kann es sein, so, ja, dass die dann sagen, hey, lass mal schauen, wie jemand anderes finden. Ist September oder sowas, wenn die große Hitze aufhört, ist in Vegas halt einfach so eine angenehme Temperatur. 24-7. Ich war ja im Mai, war ich mal da. Ja. Das war heiß. Du weißt. Das war Mai. Vor allem in L.A. war es nicht heiß. Ja, Digga, ich fahre 3 Stunden von L.A. dahin, 3,5. Auf einmal, ich denke mir so, andere Kontinent oder was? Was geht hier ab? Hast du einen Ball noch? Ja, klar. Ich bin Christoph, spiel bei den Scorpions, Quarterback. So, hast du schon mal gefangen oder geworfen? Ich habe doch letztes Mal schon einen gefangen von ihm. Ich habe natürlich, wie man sieht, perfekten Outfit. Das perfekte Outfit, die perfekten Schuhe. Ich denke mal, ich werde nicht rutschen. Die sind perfekt. Die sind perfekt. Ich genauso hier in den Dunks, Mann. Das ist 1A auf diesem Untergrund. Guck mal, wie wirfst du da eigentlich? Hier die Finger, ne? Irgendwie. Dann versuche ich immer, die ersten 3 Felder von der Naht zu bekommen. Das heißt, dein Ringfinger auf die erste Naht und deinen kleinen Finger mehr oder weniger auf die dritte Naht. Okay. Mit der Naht von dem Finger, vom Zeigefinger, versuchst du hier eine Linie, aha, zu bilden. Und dann letztendlich nur noch den Ball runterziehen. Du musst nur noch so, also runterziehen? Genau, runterziehen. Aber nicht so runterziehen, sondern du ziehst und verlässt den Ball mit deinem Zeigefinger zuletzt und versuchst ihn damit zu drehen. Oh, oh Gott! Handgelenk abflippen. Ja! Hey. Oh, der eiert! Der eiert nur! Dann machen wir noch eine Sache, ey! Across, genau, da hast du die richtige, so, Ball Security. Und wenn jetzt jemand kommt, weil die Verteidiger, die kommen dann, geben Faust da drauf, dann ist es sicher von die egal welcher Seite. Die geben wirklich Faust drauf. Ja, wie viel davon treffen dein Gesicht? Gesicht auf, nicht, aber deine Finger. Weil deine Finger sind die ganze Zeit am Arsch, blaue Flecken auf dem Bizeps. Naja, aber treffen nicht. Ein Drill, den wir machen, zum Beispiel Ball Security, jog einfach langsam zu dem roten Box. Und dann komme ich hier. Oh. Oha. Das ist ja, was ist das? Du bist ja komplett am Arsch. Flippst rüber. Und dann versuchst du einfach nur zu scoren, okay? Und ich mach mal einen Verteidiger. Also versuchst du einfach hier durchzurennen. Okay, Touchdown, okay. Rating 1, Block von 10. Alright, let's go. Okay. Ready, go. Oh shit, der lebt noch, der lebt noch! Yeah! Was machen die dort immer? Das ist ganz serious. Okay, es wird ernst, oder? Ja, wie sehr werden wir verklagt, wenn ich den jetzt umrenne einfach? Gar nicht. Gar nicht, Alter, let's go. Gar nicht, Alter, let's go. Yeah!
Ich wusste es! Holy shit! Ja, das ist gut. Ja, klar. Aber überleg mal, da kommt jemand wirklich. Da bist du am Arsch. Da bist du am Arsch. Überleg mal, du kommst wirklich. Oder? Da bist du am Arsch. Das ist Football, Bro. Wir haben die ganzen Bases. Bruh. Yay. Du probierst dasselbe zu machen, aber ich bin als Verteidiger da, um dich zu decken. Okay? Oh, wir machen ein One-on-One, jeder einmal. Oha. Einfach eine Route, wir sind einfach beide gerade ausgelaufen. Ja? Das ist eine Go-Route. Würde ich sagen, für den Rest jetzt darfst du dir eine Route frei aussuchen. Ja? Sehr weiten Wurf haben, den will ich fangen. Schätz ein, achte auf meine Geschwindigkeit. Ja, okay, komm. Mein Antritt. Ja. Wenn man das im FIFA-Rating machen müssen, der Karte 2 von 99. Ja. Ich liebe, wie das Ganze mit FIFA-Ratings auch erklärt und Antritt und so Soccer-Terms. Das ist perfekt. Ja. Oh. Oh. Jetzt traf ich dann erst. Oh! Aber jetzt das raff ich so. Ja. Was für Fuck. Oh. 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 Got ihn! Nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Hey, bisschen zu spät, zwar abgewogen, aber. Ey, ohne Witz. Ey, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Dankeschön. Danke auch an dich natürlich. Ja, gerne. Und was? Ja, oh mein Gott, ja, ich dachte die ganze Zeit, der hat den Polster an. Nee. Oh mein Gott, das ist kein Polster. Der hat den Polster an. Okay, gut. Ey, wirklich, wenn man das so sieht, ist das crazy. Was für Reaktion, was man alles achten muss. Also auf, kann es sein, dass es irgendwie so 1000 Wege gibt in einem Spielzug? So 1000 Wege. Das Ganze ist pro Spielzug im Voraus geklärt. Aber als Verteidiger stehst du halt da und du weißt nicht, du was weißt passiert. Nicht. Ja, ja. Ja, und wie die das handeln ist, zum einen sind diese DBs sind schnell. Schnell, explosive und die studieren die Wide Receiver. Die schauen stundenlang deren Routen an, damit sie sehen. Weißt du, du hättest jetzt zum Beispiel gewusst, als ich so gemacht habe, hättest du gewusst, ey, ich kann nicht zu weit nach vorne gehen, weil vielleicht läuft dir den Hitch and Go. So, das ist Football, Mann. Crazy. Darum ist das Ganze Schach, darum ist es mehr als nur Leuten, you know what I mean, einen Hit verteilen. Halt, das ist verdammt viel Grips brauchst, ja. Genau. Ey, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt, ey, Mann. Safe wieder, klar. Wir müssen beim nächsten Mal im Sommer hoffentlich, wenn ihr nicht so Schnee liegt, ja. Nächstes Mal in den Schatten. Ah, wenn ich da bin. Für Tage so, ich muss. Ich hab das Ribeye Mastercard. Danke. Wo siehst du? Das ist halt wirklich jedes Mal der Kinderteller, ne? Der macht mal gar nichts. Ja, ich muss auch leider zum Kindertisch durchziehen. Ja, genau, zu schaffen. Also, ich habe die Chance bekommen, hier mit deutscher YouTube-Royalty Brot zu essen, Mann. Wir sind in einem guten Restaurant mit Spendi und Sascha. Ich hab den Jungs gesagt, Okay, ich darf heute hier am Erwachsenentisch zum ersten Mal sitzen. Ich bin derbe aufgeregt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sieht nicht schlecht aus. Wie heißt es überhaupt? American Tenderloin. Tenderloin, ja. Wie Filet Mignon sein, oder? Genau. Okay, da bin ich mal gespannt. Wir holen uns jetzt ein paar Tipps, wie wir unsere Vlogs verbessern können. Man, wer besser als die Jungs, um uns das zu sagen. Ganz viel Meme-Sounds reinschneiden. Ganz viel. Ich habe gehört, das sind die Jungs, die mir richtig beibringen können, wie ich Videos schneide, Bro. Wir werden höchstens die so ein bisschen die Authentizität so wegnehmen von den Vlogs. Das wollt ihr nicht, das seid ihr. Ja. Das wollt ihr nicht. Nur noch Cut und gescriptet. Ich kann mal einen Vlog für euch schneiden, dann gucken wir einfach mal, was besser ist. Was? Nimm ihm ein Wort. There we go. Ich krieg ihm so richtig viel gutes Material. Müll. Ey Leute, es war ein sehr, sehr geiler Tag. Es waren sehr geile Stunden hier mit Jakob zusammen, mit den Jungs hier, mit Philipp. Philipp hinter der Kamera. Und ja, Mann, ey, ich bin dankbar für alles. War sehr, sehr geil. Und ich hoffe mal, dass wir uns auf jeden Fall in der nächsten Season da mal in den Staaten sehen, zusammen mit Sascha. Yes. Und es wird geil. Freut, Mann. Pass auf dich auf. Ich mag dich zu sehen. Ciao, ciao. Hat mich gefreut.
Er hat sich sehr gefreut. Ja, also nach dem sehr produktiven Meeting mit Sascha und Spendi habe ich echt viele Notes aufgeschrieben. Die Jungs haben mir einen Haufen Tipps gegeben. Von jetzt an werden die Videos 1A. Die haben mir echt den Blueprint gegeben, wie man deutsche YouTube-Videos macht. The ship on A1. Schnell, kurz und okay. Schneiden ganz viel Memes, ganz übersteuerte Sounds. Schnitttechniken, Mann. Die Jungs haben uns alles gegeben. Mann.